Nein. Ja, ja. Also wir können es ja mal kurz rumgehen lassen, das Mikrofon. Hier darf ich jetzt einen Lieblingssatz raussuchen. Aber bitte, also das ist wirklich so gut. Alles Licht, was sich im Plankton, also Würmern, Algen, Einzellern und Dinoflagellaten, zeigt, ist, also das sagt ein Professor, der erklärt gerade das Meeresleuchten, das ihr übrigens am Anfang, als ihr reingekommen seid, im Licht wiedergefunden habt und auch akustisch, euch ist es sicher aufgefallen. Also alles Licht ist verwandelte Angst. Charlotte lockerte ihren Schal um den Hals, als dränge sie um Luft. Das meint er nicht im Ernst. Hinter Burmester rollte im Dunkel länglich eine Bugwelle aus blaugrünem Licht ab. Der Druck der Gezeiten ist es, der die Einzeller in schiere Panik versetzt. Die Membran verformt sich, Energie wird frei und Fiat Lux, es werde Licht. Die Panik ist des Teufels Element, ein Schreckensschauspiel, unser schönes Meeresleuchten. Bedenken Sie das in Zukunft, wenn es Ihnen begegnet. Auch die Natur hat, genau wie wir, manchmal Angst im Dunkeln und macht sich ihr Licht dazu gleich selber an. Das ist so schön. So, Dankeschön. So ist es aber auch. Noch abschließend eine Frage zum Kunstthema. Du bist ja ein großer Ästhet auch. Wie ist es, wenn man einen Roman schreibt? Folgt da die Form dem Inhalt oder der Inhalt der Form? Oder wie entscheidet man sich gerade bei sowas, was sehr, sehr zusammenkomponiert auch wurde? Ich glaube, es gibt sich glücklicherweise völlig automatisch beim Schreiben. Das war die Erfahrung, die ich bei diesem Buch gemacht habe. Das Wichtigste war dieser erste Satz. Nachdem der erste Satz stand, reitet sich eigentlich relativ zügig, glücklicherweise, ein Satz an den anderen. Und dann denkt man auch gar nicht darüber nach, was, also denkt man zum, vielleicht zum Glück, weil wenn man zu viel darüber nachdenken würde, würde man vielleicht dann anfangen so zu setzen. Und am besten ist es eigentlich, wenn ein Satz sich einfach aus dem davorgehenden ergibt. Und so war das glücklicherweise zumeist in diesem Buch. Eckhard, findest du, also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich natürlich besser vorbereitet, aber wenn du was gewusst hättest. Also mein Lieblingssatz, den findet ihr bei Instagram in der Story, und zwar, da geht es um diese Katze, ja? Ja, die Katze, genau. Hast du die Stelle gerade zufällig da, weißt du, wo die ist? Und zwar, ich lese ihn gerne vor. Ja, bitte. In einem derjenigen Momente, da das Leben selbst die Literatur oder den Film imitiert oder sogar überhöht, im Grunde künstlicher oder kunstvoller ist als beide, lief eine gescheckte Katze über die Straße, sah kurz zur Seite, murrte leise und sprang davon. Das ist ja wohl geil, oder? Applaus! Also ich will nicht zu viel verraten, aber du schreibst doch jetzt schon fast oder gerade an dem neuen Roman, oder? Ja, selbstverständlich. Okay. Ich schreibe immer an dem. Okay. Zum Glück. Das dauert mir manchmal ein bisschen. Lasst uns weitermachen. Ja. Also, du liest aus dem nächsten Kapitel, genau, oder? Ja, dachte ich. Also, wenn ich jetzt das Papier noch finde. Ja, du dann. Dass sie so geduldig sind hier heute Abend mit mir und mit diesen wunderbaren Menschen vom Literaturhaus Augsburg mit mir hier sind.